Dritte Einstellung, Donnerstag, 25. Juni 2015. Hinter dem Environment Kunsthalle, in Klammern Container, Schönhauser Allee, Ecke Rosa-Luxemburg-Platz bei der Volksbühne, das Gelände wie der Balsenplatz und die Höfestraße in Hannover in den 50er Jahren. Auf diesem Gelände der Erinnerungen, eigentlich sollte hier im Winterschnee 2012 mein Freund Abel eine Aktion machen. Hier beginnt meine Erzählung über die Art und Weise der künstlerischen Produktionen während der dreijährigen Lehrzeit in Hannover bei den Günter Wagner Verpackungswerken. Viele von denen verpackte ich 1962 in einen großen Karton, um mich an der Berliner Hochschule für Bildende Künstlerabteilung Bühnenbild vorzustellen. Das Paket kam zurück mit dem ablehnenden Schreiben und es begann eine Zeit der künstlerischen Aktivitäten, die wohl so etwas wie, Zitat, freie Malerei-Manie, Zitat, genannt werden darf. Kurse an der Werkkunstschule in Hannover, Zeichnen an besonderen Orten der Stadt und Malereien in der Natur. Dieser Platz hier, mit seiner Vergangenheit, er hat die Aura jener Orte, von denen ich gerade erzählt habe. Und es berührt mich sehr, dies wiederzuerleben. Ungeordnete Unsortiertheit, wie Natalia Struve es neulich bezeichnete. There is a war outside. A war between the good and the good. And a man in the middle. 4. Juni 2015, 14.05 Uhr. He's a man whose chariot is a stolen Hollander bike without brakes and some secret power device. A man who likes hiding strange artifacts among the bushes. With a... some kind of antenna. I'm not sure. He likes plucking flowers. And gives them to people under trees. He hypnotizes people, forcing them to look at walls. He's a man who is not afraid of breaking into strange attics to steal anybody else's memories. Und dazu sind für mich hier diese moralen Aspekte der Gestaltung von Flächen ein Indiz für den Umgang mit einer Stadt, mit dem Umgang urbanen Planens in einem ganz, ganz, ganz brutalen Sinne. He discovers that his home disappeared. And his cat was transformed into a plastic thing that shakes its arm without rest. He's not afraid of confronting. Und wir hatten gute Gäste. Entschuldigung. Of confronting former Stasi agents who take care of a mound of stones. No, he's not. He's not here. This man only exists in some stone's dream.
But which one? He's not afraid of his place in reality. But reality is in hands of nobody. Reality is stuck in trunks, in the interior of some trees. While the war goes on, I'm a robot, okay? Please, be kind. I have no feelings. I don't know anything, so ask any, please. Look, I'm not a super intelligent machine. What do you expect? I'm only a robot voice in Henning's head. So leave me alone. Elfte Einstellung. Donnerstag, der 25. Juni 2015. Nicht im Eingang des Delphi-Kinos, sondern vor dem Delphi-Kino in Charlottenburg, vor einem Schaufenster mit dem Film Das Salz der Erde. Vom Beginn meiner frühesten Begeisterung für das Kino, davon weiß ich noch den Weg zum AKI, zum Aktualitätenkino im Hauptbahnhof Hannover, Mitte der 50er Jahre, im dunklen Zuschauerraum, die Suche nach einem Sitzplatz am Rande und die verschiedenen Titelbilder der ausländischen alliierten Wochenschauagenturen mit ihren monströsen Musikeinlagen. Später entdeckte ich die Kinematografie so intensiv, besonders durch den Film von Marcel Canet, Les Enfants du Paradis, mit Jean-Louis Barrault, Arletty und Marie Césarès, den ich in der Originalfassung dreimal im damaligen Hochhauskino in Hannover guckte. Meine erste Filmkamera kaufte ich, natürlich secondhand, 1968 im Frühjahr. Eine Bolex mit zwei Objektiven und einer wunderbaren schwarzen Ledertasche. Alle Schwarz-Weiß-Filme sind verloren gegangen durch meinen Wechsel von der Kunsthochschule Kassel an die Kunstakademie nach Düsseldorf. Ah, es klingelt. Grüß dich. Ja, ich sitze hier vorm Kino und mache jetzt die letzte Einstellung mit Hector. Nein. Nein, ist alles gut gegangen. Okay. Nein. Ich fahre ihn bei Sivina vorbei, ja. Und dann komme ich in die Kastanie. Bist du noch so lange da? Okay. Gut, du. Ciao, meine Lieben. Ciao.